Nur Königin Maxima der Niederlande schafft es, ein so tristes Thema so gut aussehen zu lassen. Im Den Haagschen Palast nimmt die Dreifachmama an einer Konferenz teil, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die Niederlanden schuldenfrei werden können. Bei diesem Auftritt verzückt sie nicht nur durch ihre packende Ausstrahlung, sondern vor allem durch ihre Garderobe. Ihr zartrosafarbenes Kleid betont durch seine drapierten Rüschen, allen voran die schönen Hüften der selbstbewussten 49-Jährigen. Die italienische Designermarke Bottega Veneta ist vor allem für seine luxuriösen Lederwaren bekannt, zeigt mit diesem Kleid aber eindeutig, dass die Designer auch in anderen Gebieten hochgradig talentiert sind. Passend zum Thema Schuldenvermeidung hat sich Maxima dafür entschieden, kein neues Kleid einzuweihen, sondern auf ein altbewährtes Exemplar zurückzugreifen. Bereits im Jahr 2014 hat die Königin das Glanzstück bei ihrer Italienreise zur Schau getragen. Damals noch mit sehr auffälligem Kopfschmuck setzt sie bei ihrem jüngsten Termin auf riesige Klunker und Hammerheels als zusätzlichen Eyecatcher. Greift Maxima ihrem Willem Alexander an diesem Tag nicht nur durch ihre emotionale Unterstützung unter die Arme, zeigen Aufnahmen, wie die Königin ihrem Liebsten auch physisch eine Stütze ist. Die Königin und der König haben sich, was ihre Masken angeht, farblich abgestimmt. Na, wenn das nicht wahre Liebe ist.